Frühstück's wohl Glücksklee, dass du den Unfall überstanden hast. Du hast Glück, nach dem Unfall noch am Leben zu sein. Ich habe Geschichten über einen wilden Eber namens Horatio gehört. Anscheinend mag das Schwein nichts mehr als zu kämpfen. Ich frage mich, ob du seine Familie überzeugen könntest, ihn dir für eine Weile auszuleihen. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl nicht umsonst. Fahren wir los. Ich hab schon Schlimmeres erlebt.
Okay, ich bin dabei. Endlich findest du was Brauchbares. Hallo. Hab drei Highwaymen einen Hund jagen sehen. Der kleine Kleffer hat drei von denen fies gebissen, bevor sie ihn einfangen konnten. Er wird da drüben in der Schlachterei landen. Ich denke, dieser Hund verdient einen Hinrichtungsaufschub. Rette ihn. Wollen wir mal optimistisch bleiben. Das wird so nicht knapp. Nützlich sein.
Alles klar, gehen wir. Je weiter wir Prosperity ausbauen, desto größer werden unsere Chancen, das alles zu überleben. Früher oder später brauchen wir das. Besser bist du. Und Wurzeln buddeln. Es ist schön, einen Ort wie Prosperity zu haben. Suche, der findet. Du gehst schon deinen Weg, Cap. Da bin ich optimistisch. Du hast dir ganz schön für Aufbau gesorgt, hä? Dafür muss ich meinem Schutzengel danken.
naiv zu glauben, ich könnte einfach ein paar Leute herholen, die uns retten. Wir müssen uns schon festhalten. Bleib auf der Hut, Feind voraus. Jetzt haben dich die Zwillinge auf dem Schirm. Sorry. Ich dachte schon, es wäre aus. Das wird eines Tages noch nützlich sein. Jeder, der nach Prosperity kommt, hilft mit, diesen Ort zu verbessern. Wenn wir nachts Leute von New Eden sehen, gehen wir ihnen am besten aus dem Weg und lassen sie ihr Ding machen. Es muss noch andere Orte auf der Welt geben, wo es so gut läuft wie bei uns.
Tagen fühlte sich immer wie Arbeit an. Aber jetzt würde ich alles dafür geben, wieder so ein lockeres Leben zu haben. Jemanden, wenn du Zeit hast. Ich glaube, wir werden was bewegen. Du schaffst den Sprung. Ja, wenn du dran glaubst. Nein, verdammt, schaffe ich nicht. So eine Scheiße. So eine Scheiße aber auch. Oh mein Gott, Alter. Ich bin in der verficktesten Klemme, die es je auf diesem Planeten gab. Ich baue diese Kräuter an. Weißt schon, Kräuter. Frag nicht, was für welche. Welche die wirken, weißt du, von der Art. Ich wandere hier so rum mit meiner Reiseapotheke und dann fällt sie mir runter. Einfach runter. Über den Rand dieses Schlaglochs oder was das ist. Da ist ein Jahresvorrat selbstgezogenes Zeug drin. Und das hat mich vor 8 Mangelerscheinungen und 4 Infektionen gerettet. Allein in den letzten 6 Monaten. Ich kann Neues anbauen, klar. Aber mal ehrlich. Nur unter uns, ja? Das Zeug da unten ist mein Lebensretter. Ich halte es nicht aus bis zur nächsten Ernte. Ach was, bis zum nächsten Monat. Menschen sterben heutzutage an den dümmsten Sachen. Hol mir mein Zeug und ich halte dich und deine Leute am Leben. Dann kannst du durch Gewalt sterben, wie dein Gott es wollte. Aber eben nicht durch, was weiß ich, einen rostigen Nagel. Nicht zu viel Spaß ohne mich. Mal einen Trip, wo mir so eine Tussi in einem Rüschenkleidchen was vorgesungen hat. Hab ihr eine geschmiert, dann war sie weg. Alles gut.